Das sind drei große. Oh mein Gott, er hat recht. Wie sollen wir das jemals schaffen? So einfach ist das. Oh mein Gott. YOLO. Komm zu mir. Schon auf dem normalen Fortnite. Nein, da liegen geile Sachen. Gib's auf, bitte. Ja. Der hat irgendwas richtig Gutes gedacht. Das gehört mir. Warum ist das nur das Gute? Oh. Oh Gott! Mein Gott, auf die Wahl. Oh, was zu? Spinge? Was? Ja, hallo, der Ogre, der hat schon die Hälfte an Energie verloren. Ich hab über die Hälfte an Energie verloren. Aber halt nicht. Irgendjemand hat den Boss gezogen. Ja. Mein Gott, das ist. Ja. Und nicht nur den Boss, er beschwört immer wieder neue. Du Schatz. Ich bin nicht mehr abgehaut. Mein Gott. Ich abgehaut ist kein Wort. Lass weg hier. Ja, okay. Bringt nichts. Das hat keinen Sinn. Oh mein das Gott. Klitschko? Klitschko kommt K.O. wieder her. Lass wohin? Über Südosten ins neue Gebiet. Südosten. Südosten? Aua, ja, Südosten. Müssen wir eine kleine Bootreise gestalten. Okay, bin hinter dir. Könnte Heilung brauchen. Ich bin über den Bäumen. Komm kurz her. Hier sind Fleckchen. Hallo, Uga. Ja, und auf ich bin gerade vom Feuermarkt jetzt zusammengeschissen. Nimm Virensack und nicht mich. Oh, 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 oh. Ich flüchte. Ich geh jetzt schon rot aus. Ich griff deinen Back. Nein, ich griff. Obwohl ich es dir gar nicht gesagt habe. Tschüss. Ja, ich bin etwas schneller als. Mein okay. Schwert ist so riesig. Das sieht so episch aus. Mein Axt ist auch total überdimensional. Du musst es schon außerhalb des Bootes halten, damit es überhaupt hier halbwegs reinpasst. Genau wie mein Hammer. Und ich ziehe ein Bedarf was vorbei. Nein, Robin. Ich mach den Ogre fertig. Ich nehme erstmal einen Trank. Kann man ja machen. Toaster zum Hell. Jetzt bei mir. Nicht für euch. Wow. Was für ein Tier? Two Steps from Hell. Achso. Ich die ganze Zeit in dieses Please-Welt reinkommen und mir das auf die Nerven geht. Warum heilt sich der Uga die ganze Zeit? Weil er dich nicht mag. Okay, jetzt hau ich einfach auf. Ich hab keinen Bock mehr auf ihn. Ich folge einfach mal dem Raben von Feldo. der ganze Zeit. Echt? Du siehst ihn bei dir? Sag mal, wenn du Gaddafi siehst. Weil ich krieg meinen Rahmen bei mir selbst nicht mehr angezeigt. Ich glaube, der Dach ist gestorben. Ja, wir haben hier respawned angezeigt. Wenn, dann müsste er ja bei mir jetzt respawned werden. Festland. Ist das Festland? Warum ist es halt? Keine Ahnung. Lass einfach mal drauf landen. Ich sehe den Bug. Der Dach ist fast tot. Was? Der Dach ist fast tot. Oh, der Arme. So, jetzt geht mir die Musik langsam auf den Sack. Okay, sie gingen mir schon gerade auf den Sack. Aber jetzt geht sie mir noch viel sackiger auf den Sack. Ich hab ein bisschen was aufzuholen.
Nur ein bisschen, glaube ich. Saphirfisch, was kannst du denn? Jetzt einfach nur blau. Lauf es, ich bin über dir. Oh mein Gott. Und stütze ab. Nein! Okay, auf zum Boot. Okay, wir haben fast die Grenze erreicht. Bitte lass es was anderes außer Wald und Ozean sein. Was möchtest du denn haben? Schnee? Zum Beispiel. Besser wäre Wüste oder Vulkan. Irgendwas, was wir noch gar nicht hatten. Oder Dschungel. Schnee hatten wir auch noch nicht. Doch, Schnee hatten wir schon mal. Nee. Doch. Würde ich mich dran erinnern. Dann war das mit dem Wirrensack offline. Ja. Hast du gesagt. Setz reit. Mag wohl sein. Boah, bin ich kurz vorm Einschlafen gerade. Und läuft Windwecker-Musik bei dir? Nö. Der hat sich gerade. Warum nicht? Was? Warum läuft dann? Generell Zelda-Musik gerade. Ah. Im Moment ist es, glaube ich, Spirit Tracks. Also, das ist gerade das The Legend of Zelda 25th Anniversary Medley. Da ist die Grenze und es sieht so aus, als wäre es noch ein Ozean. Ich kann es nicht fassen. Ich kann es echt nicht. Oder sag mir nicht, das ist noch ein Ozean. Da sag mir nicht, das ist noch ein Ozean. Ich kann das nicht. Chiron-Ozean. Hä? Wie unlogisch ist das? Ist die Welt ein bisschen verpackt oder so? Do I know you? Was? I haven't seen you before. Are you an adventure? Well. My plane runner is adorable. Ich hasse Ozeane wie die Pest. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Einfach weiter hier nach Südosten. Dann kommen wir in das neue Gebiet. Jo. Also ich würde jetzt Kalkengrad schneller geradeaus fahren, dann kommt man nämlich schnell ins neue Gebiet und vielleicht haben wir da ja mehr Glück. Weil es ist auch angrenzend an unser altes Festland. Und vielleicht haben wir damit wirklich echt Glück. Zwei Ozeane direkt nebeneinander, ey. Wir sind auf einer Waldinsel mit Ozean umgeben gespawnt sind wir. Habe ich fast das Gefühl. Kann gut sein. Oh, das war schrecklich. Boah, irgendwann klemme ich mir meine W-Taste fest und lese während der Reise. Ja, ich lege mir einen Stein auf meine W-Taste. Ich würde jetzt gerne aus dem Comic der Krieg der Orks vorlesen, so von wegen meine Geschichte erzählen. Oder bringt nur nichts. Zwischenklemmen. Affen, das sind Affen. Hä, warum treffe ich den nicht? Wen, was machst du denn? Okay, jetzt wird's gruselig. Was machst du krank. Eigentlich? Ich wollte gerade einen Lanternfisch killen. Aber irgendwie habe ich ihn, obwohl ich unter Wasser bin, gemisst. Das ist ziemlich bitter. Geht dort hin irgendwo fest. Boah, Fey, du hör auf, ganz ehrlich. Okay. Das ist unerträglich. Unerträglich. So, ich habe mir jetzt ein Centstück. Oh, das funktioniert nicht. Jetzt wieder. Alter, eine Lagune. Wie geil ist das denn? Ah, komm bitte. Wir laufen, wir müssen nach Osten ausweichen. Da ist eine Insel vor uns. Damn. Da kommt man doch einfach durch. Nee, doch nicht. Doch, kommt man. Echt? Jo. Ich hab ein Please Wait, das manchmal. Nee, kommt man nicht. Das ist eine Insel. Das ist so eine Einbuchtung. Fuck. Ich glaube, ich werde gerade zusammengeschlagen. Da ist eine Fledermaus unter Wasser. Okay. Voll Wasser. Was zum? Ah, ich hab gerade nicht mehr die Maus bewege und einfach nur noch durchgehend die Tastatur benutze. Ich hab nichts, was ich da drauflegen kann. Nichts ist schwer genug. Ah nein, ich muss die Maus bewegen. Mit dem Kopf einfach. Mit meiner Backe habe ich die Maus bewegt, weil ich gerade meine andere Hand in meinem Portemonnaie hatte. Da ist ein Frosch. Und der Frosch hat einen Boomerang auf dem Rücken. Das ist jetzt beeindruckend. Sind wir noch richtig? Nee, also kein Froschmann, sondern ein Frosch. Einfach nur ein Frosch. Normaler Frosch. Normaler Frosch mit einem Boomerang auf dem Rücken. Ich warte mal eben auf dich. Diese unterentwickelte. Schneller bin als du. Diese dreckige, unterentwickelte Spezies. Spezies ist. Ich komme mal ein bisschen raus. Wir haben gerade mal die Hälfte erreicht.
Hier kommen. Wir fahren da Seite an Seite. Wohin wollten wir eigentlich? Wollten wir nicht zur Stadt? Nee. Nein. Wir durchqueren dieses Ozeangebiet in der Hoffnung, dass das nächste Gebiet besser ist. Vulkan. Ich hoffe auf den Vulkan. Hätte ich ein Level up, ey. Hätte ich doch irgendwann gleich ein Level up. Wie ein Windweg, kann man mit dem Boot springen. Hui. Ob man auch Schätze bergen kann? Nein. Soll's vielleicht lassen. Passt gerade überhaupt nicht zu meiner Musik. Oh! The Anomaly von Metro 2033. Und das ist 25. Anniversary? Ja. Das ist GEMA gesichert. Hoffe ich nicht. Eigentlich schon. Passt schon. Schieb mich mal an. Ich komme ins Trudel. Ah! What? Ich muss ja was machen. So, ich lese jetzt euch ein Buch vor. Fuck, ich hab mein Buch gerade nicht. Oh mein Gott. Wo hab ich mein Buch hingelegt? Ja, nur noch ein komischer Fisch. Okay, das ist ein Shark, der geht auf. Kann hier mal irgendwo. Ich möchte irgendwas Schweres da drauflegen. Hab aber nichts. Außer meinen. Oh, endlich Level up. Endlich. Nee. Ich einfach nur über Sand renne. Oh, ja, 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 komm. Wo ist das Boot? Oh, ja! Oder wie? Oh ja, ich kann Boot fahren, Leute. Ja, ich kann Boot fahren. Ach, jetzt schon. Du bist ein Frosch, du brauchst kein Boot. Ups. Ach so. Er macht... Genau, ich kann ja einfach immer so mal zack mein Ding einsetzen, dann hole ich den ein, den Sack. Dein was? Meine Spurtattacke. Ich setz einfach ab und zu meinen Teleport ein, dann hole ich euch beide ein. Nein. Haben wir noch ausprobiert. Ja, W ist festgeklemmt! Wie hast du das geschafft? Fest Kopfhörer! Nee, ist nicht festgeklemmt? Da ist ein fetter, ist nicht festgeklemmt. Ein fettes Plateau ragt da aus dem Meer. Wie kann sowas entstehen? Leute, wie episch sieht das aus? Guck dir das mal an. Unter Wasser sieht das richtig geil aus. Ich bin noch im Please Wait. Ich drücke einfach gerade W und hoffe, dass ich es gleich sehen kann. Das kann ich gar nicht. Wir sind fast da. Gas, 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 Gas. Ach, das meinst du? Jo, sieht episch aus. Guck ich mir bei dir aber nochmal an, weil ich glaube, nicht bei dir sieht es noch schöner aus. Ja. Ich glaube, diese Längen, diese Parts haben, werden sehr viel Überlänge haben. Ja, ja, einfach nichts passiert. Ich habe einfach gerade mal eine riesige Möwe gemacht. Eine riesige Möwe? Ja. Das ist aber nicht nett. Was hast du dir denn getan? Sie hat mich angegriffen. Ich glaube, wir müssen. Möwen essen frische. Ich würde rechts rum aus. Links rum ausweichen. Ich sehe euch nicht. Jetzt bin ich schon zu weit rechts. Wo lang muss ich? Nach Südosten oder nur nach Osten? Da ist ein Lanternfisch an Land. Der ist gestrandet auf dem Felsen. Das wieder. Ah, ich bin auf der Insel geblieben. Was ist das da? Das wir kennen. Monkey sein. Hallo Krabbe. Nein, ich hab den Felsen gestriffen. Das ist so spannend hier. Boah, ich schlafe hier gleich echt ein. Ist so. Taste beim Ich schlafe nur nicht ein, weil ich ab und zu meinen Teleporter einsetze. Keine Autolauftaste. Okay, ich bin auf einer Insel geblieben. Fuck, du läufst auf recht. Gab's das nicht in Skyrim? Ja. Echt? Ich glaube, Z war das. Mhm. Ernsthaft? Mhm. Hab ich nie benutzt. Ich verwechsel das gerade mit meinem Spiel. Aber Skyrim glaub, hatte keine Selbstauftaste, da konntest du teleporten. Ja, doch, das war doch. Doch, definitiv, ja. Ja, das sieht aus wie ein. Entweder ein Wald oder ein Dschungel. Obwohl, da ist noch nicht mal die Grenze. Die Grenze ist dahinter. Auf jeden Fall ist es kein Vulkangebiet. Ich hab bei mir die Grenze. Ich bin bei der Grenze.
So gut wie, wenn ich aus dem Please Fate rauskommen würde. Hallo Busch. Und was ist es? Mein Tod. Super. Dein Tod ist immer gut. Oh ne, nicht so eine Kackmusik. Hallo Skullballs. Noch passende Musik. Was ist es? Ich kann. Das ist ein Waldgebiet, ernsthaft. Langsam macht mir dieser Kack hier echt aggressiv. Ich bin gestorben. An was bist du gestorben? Irgendjemand hat mich getötet, als ich im Please Wait war. Doch, ich kann nicht können. Lands of Kurgan. Ernsthaft? In dieser Welt gibt's nur Meere und Wälder? Ich bin gerade irgendwo festgesteckt und kann nichts sehen, weil ich im Please Wait stecke. Ich krieg's Freudentänzchen. Ich würde sagen, wir fangen nächste Mal eine neue Map an. Das hat nämlich echt keinen Sinn hier. Ich hab jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Gebiete dieser Welt erkundet. Und alle davon waren Ozean oder Wälder, bis auf eins, das war ein Schneewald. Diese Welt ist echt kacke. Aber übelste. Mein Jesus. Wie sie mich alle nicht treffen, ey, wieder. Wo ist denn der Viren weg überhaupt? Dieser Wald weg. Oh. 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 Ich hoffe, ich bin gerade auf dem Weg zu dir. Ich hoffe, das ist halbwegs richtig, wo ich lang gleite. Sieht so aus. Okay. Wollen wir die Aufnahmen für heute beenden und nächstes Mal einfach eine neue Map anfangen? Jo, und... Nee, noch nicht. Warten wir erstmal, bis ich bei dir bin, ne? Charaktere behalten wir, ey. Aber wenn wir eine neue Map anfangen, dann brauchen wir jetzt auch nicht warten. Weil dann ist... Wir spawnen dann ja alle am selben Punkt. Und dann müssen wir jetzt auch recht. Nicht 8 Stunden auf den Virensack warten. Stimmt. Okay, erstmal... Genau. Den Part können wir ja schon mal beenden hier. Jo. Jo. Dann sage ich schon mal auf Wiedersehen und hoffe, es hat euch Spaß gemacht, die lange Reise. Ja. Spaß und so, es war an Spaß kaum zu überbieten. So viel Spaß und Freude gibt's nur bei uns. nur Cube World kann euch das bieten. Oh mein Gott. Nur unser Cube World kann euch so viel Freude und Spannung und Action bieten, dass man vor Freude gleich einschläft. Ja, vor Freude einschläft, man, die Musik geht mir so auf den Sack. Wieder. Mein Ohr fällt gleich ab. Ja, okay. Mein Peace Fan geht mir auch so auf die Eier. Mir geht gerade alles auf die Eier. Hallo, warum gibt's nicht einfach ein neues, schönes Gebiet, wo man schöne Sachen machen kann? Mein Boot ist jetzt aber... Ich bin auf der Minimap. Ich sehe dich auch. Fan. Ich flieg auf dich zu. Ach, ich habe das Boot immer noch ausgerüstet. Warum mache ich nicht einfach Rechtsklick? Ich flieg in dein Gesicht. Mein Boot taucht nicht mehr unter. Mein Boot schwebt. Weil ich der Magikin bin. Oh mein Gott, ist das langweilig hier. Gibt es Ausgaben? Oh mein Gott, wo seid ihr eigentlich? Ultra weit weg. Wir sind auf so einem schönen Festland hier. Manchmal wird es so klein. Guck mal an, wo ich meine Axt mit Spirit draufgepackt habe. Oben in die Lücke rein. Wo? Ich sehe es nicht. Ich pack die Waffen mal weg. Dann ist sie auf dem Boden. Ach, du meinst gerichtet, bei deinem Streitkolben-Dingen. Ja, mach ich doch. Bei meinem Hammer. Okay, dann lass uns mal eine neue Welt machen. Ja, warte gleich. Ich habe eine Ruine nicht. Gefunden. Ist egal. Du bist so weit weg von uns. Und ernsthaft, wie weit ist der Kisser? Tempel. Alter, ist er weit weg. Ich habe den Tempel of Kronen gefunden. Alter, sieht das Ding geil aus. Den Tempel der Hoden? Den Tempel of Kronen. Ach so. Das sind kräuselige Hoden.
gruselige Höhen. Also ich weiß nicht, meine Festplatte ist gleich voll, wenn, dann müsste ich jetzt meine andere anschließen. Ja, dann sage ich, wir beenden jetzt hier heute die Aufnahme. Ja, komm, wir beenden. Hat keinen Sinn mehr. Und mein Schwert ist so klein. Wenn wir das nächste Mal aufnehmen, dann halt einfach in einer anderen Welt. Ja. Wie wär's mit Feldo LP? Seed ist, keine Ahnung. Pff, scheiß drauf. Ich hab den größten übrigens, den größten Schwert. Ich hab zwei Waffen, wenn man die zwei zu einer macht, dann hätte ich auch die größte. Er hat zwei Waffen. Leute, jetzt wird's eklig. Ich glaub, wir haben einen Punkt erreicht. Ja. Ja, ich glaube, das ist einfach die Erschöpfung. Oh, diese Schräglage war episch. Oh, da ist ein Boss-Spark-Beetle, den mache ich jetzt noch. Den machen wir jo, jetzt noch. Ich helfe dir noch. Arogron. Okay. Boss-Spark-Beetle. Ja, das ist eine Triple-Alliteration. Oh, im Umsatz. Felix? Ja? Würdest du das nämlich mein Headset auch haben, würdest du ein Lachfleisch kriegen, aber darum geht's nicht. Was willst du von Nikolaus? Weil Mama und Papa wollen Feuer essen, weil sonst sterben die. Ja, ich weiß, Weil ich hab nichts gehört. Ja, ich hab noch nichts gesagt, Das ist gut. Klangwurst, Pommes, Mayo und eine Mittagspommes. Okay, krieg ich hin. Brenden, was willst du? Ach ja, du bist ja ein Außenseiter, du wohnst hier gar nicht. Deswegen bin ich ein Außenseiter. Ja. Im Moment von uns beiden bist du der Außenseiter. Also von uns drei, Mann. Ja, seid ihr beide auch die Außenseiter. Die Mahrheit ist nicht die Außenseiter. Oh, ich bin kurz am Sterben. Vielleicht gibt's ja mehr Leute auf der Welt, die nicht bei euch wohnen, als die Leute, die bei euch wohnen. Und das nehme ich sehr stark an. Ich auch. Das heißt, eigentlich seid ihr die Außenseiter. Sind da nicht alle Außenseiter? Nee, ich gehöre zu den Menschen, die nicht bei euch wohnen. Das heißt, ihr seid die Außenseiter. Und ich und alle anderen auf der Welt, außer vielleicht noch die dann eure Eltern sind. Boah, Alter. Ach, können wir jetzt bitte liefen? Liefen? Okay, wir haben den Boss besiegt. Wir sind episch. Ich baue ja, noch ich knapp 60 XP für mein nächstes Level ab. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ihr habt einen Boss besiegt? Ja. Ja. Fickt euch. Ja, wenn du so lange brauchst. Ich hätte auch ein Level ab. Leute, bewegt euch mal und drückt dabei Tabulator. Gedrückt halten. Das gibt einen coolen Soundeffekt. Episch. Okay, wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.